Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Tomb Raider 1 Remastered. Wir sind immer noch im Bonusteil und genau, wir sind aus diesem Becken gekrabbelt beim letzten Mal, haben hier die beiden Krokodile erledigt und wir wissen, wir werden erwartet von einem fiesen, explodierenden Typen. Und hier liegt überall noch was rum. Ich bin sehr gespannt auf diesen Bereich. Der sieht mir, naja, zum einen sehr gefährlich, aber auch sehr interessant aus. Hier sind Spuren im Sand. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Boah, 37 Stück. Ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal. Boah. 4 Stück braucht der. Normalerweise, ich glaube, wenn man näher dran ist, braucht man nicht so viel. Und eigentlich ist es ein bisschen witzlos, weil wir dürften jetzt so ziemlich genau die Menge an Munition wieder zurückbekommen, die wir gebraucht haben, um den Kerl zu erledigen. Oh, da hinten links, da liegt auch noch einiges. Aber da wird wahrscheinlich auch noch einer auf uns warten. Ach, dahinter ist auch noch einer. Huch. Hö, wie kommst du denn jetzt hierher? Also klar, du bist hierher gelaufen, aber ist er durch das Gitter durchgegangen? Wenn ja, dann möchte ich das auch gerne können. Ich gucke gerade mal, ob da irgendwie was liegt, was man vielleicht. Es erinnert mich gerade sehr an den vierten Teil. Also, ich denke mal, hoch. Oh Gott, das war aber sehr knapp. Das ist schon sehr offensichtlich, warum mich das an den vierten Teil erinnert. Ich meine, der war ja auch sehr sandbeladen, der vierte Teil. Wow! Leute, Leute. Ich hoffe, das war's an Kugeln. Ja, hier hängen keine mehr, das ist schon mal gut. Ja, waren jetzt nicht so sonderlich schwer. Oder was heißt schwer? Die Kugeln waren schon schwer, aber dem jetzt auszuweichen oder da nicht von getötet zu werden, war jetzt nicht sonderlich schwer. Ach so, und die zweite ist jetzt hier in das Loch reingefallen, oder was? Ja, natürlich. Okay, ich denke mal hier oben, das ist zu schräg, ne? Da kommen wir nicht hin. Nee. Schade. Ich würde irgendwie gerne mich da oben dranhängen. Aber das dürfte nicht klappen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ich denke mal, wir sollen da auch gar nicht drüber auf die andere Seite. Oder könnte man hier vielleicht, wenn man sich ein bisschen. Das so ein bisschen hier. Das ist wahrscheinlich zu niedrig, ne? Das geht? Okay. Ich habe es natürlich gar nicht gespeichert, ne? Vorher. Wahrscheinlich kommt man hier sowieso ohne Probleme hin. Ich habe jetzt wahrscheinlich einfach nur einen anderen Weg genutzt. Ich hoffe zumindest. Weil wir müssen ja auch noch da drüben hin, wo der Typ auf uns wartet. Aber das können wir ja dann immer noch machen. Bin ich hier gerade am Ende der Welt? Hä? Okay. Cool. Okay, gut. Ja, jetzt muss ich nochmal alles von vorne machen. Aber das war es mir ehrlich gesagt jetzt sogar ein bisschen wert. Aber ich versuche jetzt mal die beiden Tiger da. Ich gucke mal, ob ich die vielleicht. Ich hoffe, dass ich den jetzt. Genau, ich will hier hoch. Oh, der hat mich gerade einmal kurz getroffen. Aber. Wo ist er denn? Ach, da unten. Lara, den wirst du doch wohl sehen, oder? Oh, ich glaube, der ist tot, oder? Ja, ich habe ein bisschen zu oft drauf geknallt. Okay, cool. Speichern. Warte mal, das machen wir jetzt aber gleich nochmal eben. Ich will nochmal gucken. Ich würde mich gerne da links nochmal umschauen.
Ah, das finde ich ja irgendwie eine nette Idee, dass das jetzt hier als Achievement dann verkauft wird. Der andere, der kam ja von hier, ne? Oder kam der erst, als ich die beiden Sachen eingesammelt habe? Das ist natürlich möglich. Huch, das wollte ich gar nicht. Ah, dann seht ihr mal. Also es lohnt sich manchmal so ein bisschen hier die Sachen auszutesten. Ich meine, damit als. Oh, aua, das tat wahrscheinlich weh. Damit erzähle ich euch jetzt nichts Neues, aber. Ich meine, wenn der hier. Ach so, ja, so geht es natürlich auch. Wenn der hier durch die Gitter durchrennen kann, dann würde ich das eigentlich auch können. Oder zumindest genauso unfair. Aber wo ist denn der jetzt? Ach, der ist hier direkt vor mir. Der ist jetzt da hinten hingerannt. Ah, der läuft da oben rum. Okay, gut. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Dann speichere ich nochmal. So, wir gehen da nochmal eben hin. Wir haben uns da ja noch nicht komplett umgeguckt. Wer weiß, was wir da vielleicht noch so Interessantes finden. Huch, das war. Ich muss mit Anlauf springen. Hä? Wie habe ich es eben gemacht? Bin ich überhaupt mit dem Sprung darüber gesprungen? Ich bin doch so, ne? Hä, wieso komme ich denn jetzt hier nicht drüber? Das ist ja doof. Ist vielleicht ein bisschen schräger so. Ah, okay. Naja. Hat nicht so ganz geklappt. Ich speichere mal aber auf dem anderen Speicherstand. Für den Fall, dass wir hier nicht mehr wegkommen. So, wir gucken. Ach, guck mal, was ist da denn noch? Okay, hier rechts. Sie läuft hier gegen eine Wand. Okay, das geht. Ah. Lausche dem größten Katzengesicht unter dem Nachthimmel. Cool. So, auf den anderen Stein will ich aber auch noch drauf. Das speichere ich gerade noch mal. Wir haben ja jetzt diesen Speicherstand, wo wir eh hier hinter sind. Da oben ist noch so eine Katze. Da sind noch mehr so Katzen. Nicht mehr Katzen, sondern, also schon mehr Katzen, aber nicht die Tiere. Aber ist es denn dann so kalt hier, dass sie hier stirbt? Ich meine, es heißt doch immer, dass es nachts in der Wüste so unheimlich kalt ist, ne? Dass man da eben den kompletten Kontrast zum Tag hat. Okay, hier ist aber nichts. Ach, jetzt habe ich natürlich da noch die beiden Sachen nicht geholt. Das mache ich aber gleich noch. Aber ich will mich auch noch eben auf der anderen Seite da umgucken. Aber interessant ist sie hier. Na gut, wenn sie irgendwo runterrutscht, dann ist es ja eigentlich auch üblich, dass sie da nicht einfach so. Wobei doch, eigentlich läuft sie dann schon weiter. Naja, egal. So, ich glaube, ich sollte nicht zu weit an die Ränder gehen, sonst stirbt sie uns. Ah, hier komme ich gar nicht weiter, okay. Moment. Ah, hier ist Wasser. Aha. Hier kommt man aber auch raus aus dem Wasser. Ich würde aber gerne eigentlich oben auf dieses Teil drauf. Aber es dürfte zu hoch sein, oder? Oder kann ich von hier aus da dran springen? Das dürfte schwierig werden. Okay, da hinten ist der Typ. Warte mal, ich speichere nochmal. Hä? Warum hat sie sich da nicht festgehalten? Das verstehe ich nicht. Oder wenn ich vielleicht einen Ticken weiter links? Oder ist es nicht vorgesehen? Ist das mit einer Art Barriere versehen worden, dass wir da gar nicht hochspringen können?
Obwohl sie ja theoretisch mit ihren Händen. Ah doch, okay, es geht. Ach, schade, aber kein Achievement. Huch, war da unten noch ein Katzen? Ach, da ist ja noch ein Katzengesicht. Da unten liegt Munition. Das heißt, man soll hier schon irgendwie hin, oder? Dann lass uns aber erstmal gleich noch da drüben. Wobei, nee, wir kommen ja sowieso automatisch zu dem. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der Kollege unser Endgegner ist. Dass es hier gleich gar nicht mehr großartig weitergeht. Dann machen wir mal Folgendes. Wir springen mal hier rein. Aber die Uzis fehlen uns noch. Na gut, vielleicht kommt. Es wird ja wahrscheinlich noch ein Level kommen. Ach, da sind sie. Okay, ja gut, ich habe nichts gesagt. Ah. Oh, wieso ist denn jetzt hier ein Typ? So, Katze macht nichts. Wo ist denn jetzt so ein Viech erwacht, bitte? Okay, cool. Also eigentlich gar nicht cool, aber ich sag einfach mal cool. Ich sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen. Wir nehmen mal die hier. Die waren eigentlich ganz gut gegen die. Ja, sehr gut. Ich frage mich, ob das jetzt ein. Ob das der da drüben war. Na gut, das lässt sich ja relativ schnell rausfinden. Nee. Das war er nicht. Das ist nochmal ein anderer. Oh, da ist noch jemand. Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal wieder zurück da hinten hin die beiden Schrotmunis noch mitnehmen. Kann sie den von hier aus sehen? Ja. Okay, gut, sehr gut. Dann gehen wir nämlich erst noch mal eben darüber. Wir speichern. Weil das Zeug, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So, und da ist ja auch noch ein Medipack gewesen. So, Steinchen. Natürlich das Medipack. Das Wichtigste von allen. So, dann gehen wir da nochmal rüber. Ich würde nämlich gerne von der einen Plattform mit der Katze zu der anderen rüberspringen. Oh, jetzt kriege ich das wieder nicht hin. Wahrscheinlich gibt es einen ganz einfachen Weg. Ich frage mich, ob das Sinn, also ob das Quatsch ist, was ich hier mache. Also, ob es nicht einen viel, viel einfacheren Weg wahrscheinlich gibt. Ach genau, ich musste ein bisschen schräger, ne? Ich muss. So ungefähr. Nee. Oh! Oh, Mist. Gut, dass ich, naja, zumindest hier gespeichert habe. Verdammt. Moment. Ich bin wieder an der Stelle. Ich bin gerade übrigens tatsächlich einmal mit einem Kopfsprung in dieses Loch, wo der Stein jetzt drin liegt, reingesprungen, weil mich die unsichtbare Wand, die sich hier irgendwie befindet, dahin gelenkt hat, als ich gerade mit dem Kopfsprung hier rüberspringen wollte. Gut, dann haben wir soweit alles hier eingesammelt. Dann gehen wir jetzt nochmal da oben drauf. Gehen wir nochmal da oben drauf. Genau, so. Und springen dann einfach nochmal hier hoch. Okay, ich speichere jetzt hier. So, wir haben jetzt alle Waffen, ne? Genau, wir haben die Uzis. Wie viel haben wir denn da an Schuss? 300. Das ist nicht viel, ne? Wenn man überlegt, wir hatten, glaube ich, im letzten Level irgendwie zum Schluss 2700 oder so. Also schon eine ordentliche Menge mehr.
Okay, schade. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass wir dafür auch ein Achievement bekommen. Da hinten sehe ich ein. Warte mal. Huch, nein, so weit wollte ich nicht. Ich will euch nur zeigen, den hier. Den habe ich hier schon stehen sehen. Schade, ich wollte jetzt gerne noch so ein bisschen näher ran an den Kollegen. Ja, toll. So, dass man eigentlich quasi in seinem Kopf vielleicht drin ist. Was ist denn da rechts? Was soll das denn darstellen? Soll das. Ach, das soll so eine Stadt oder was darstellen? Okay. Ja, hier gehen wir an der Wand entlang. Ich hoffe, dafür gibt es nicht auch irgendwie Achievements, dass man hier mit der Kamera irgendwie gewisse spektakuläre Dinge austestet. Hier ist noch mal so ein Block. Hier ist noch so eine Katzenstatue. Ach, guck mal, da könnten wir noch mal hinlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf die auch noch mal drauf sollen. Cool, können wir hier nee, am Gebäude hoch? Macht er nicht, ne? Ah, höher geht's auch nicht. Okay. So, hier ist auf jeden Fall der Bursche, der wartet auf uns. Hier war, glaube ich, auch noch Munition irgendwo, oder? Oder nicht? Ah, nee, die haben wir schon eingesammelt. Glaube ich. Hier sind die Katzenstatuen, da unten ist Wasser. Na gut, wir schauen mal. Das wird schon alles irgendwie, wir werden wahrscheinlich genau das Richtige tun. Dann lass uns doch erstmal hier runter in die Wüste. Und vielleicht erstmal den Tiger da oder was das ist, töten. Hä? Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Wie, das war jetzt auch schon zu weit in der Wüste? Was ist das denn für ein Quatsch? Da war doch, ist doch sogar der Tiger da hinten. Hier muss man ja echt aufpassen, wo man hinläuft. Ich meine, das muss man grundsätzlich, aber. Hä? Boah, das ist aber gefährlich. Ich habe hier jetzt nur nicht mal einen Meter vorher gespeichert. Okay. Okay, das checke ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Was jetzt hier das Problem ist. Okay, dann gehen wir halt hier hin. Okay, rutsche ich aber runter. Ich muss jetzt irgendwie hier. Ah ja, okay. Huch, da ist ein Krokodil. Ich hätte es mir aber fast denken können. Schnell hier hoch, habe ich gesehen, hier kommen wir hin. Warte mal, erstmal den Krokimann da unten. Oder die Krokifrau, ich weiß es nicht. Kann ich mich gerade unten noch mal ein bisschen umgucken? Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob da vielleicht irgendwo noch eine kleine Höhle oder irgendwas ist. Was haben wir denn eigentlich an? 52 von 53. Okay, wir sind im Prinzip hier mit dem Level fast durch. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Kampf gegen den Kollegen da oben, dass das unser letzter Akt hier ist, den wir zu vollführen haben. Eine Sache fehlt uns aber noch, die haben wir noch nicht aufgenommen. Ich frage mich, ob die hier noch zu finden ist. Weil eben beim Rundflug habe ich jetzt nichts entdecken können, was wir vielleicht noch vergessen haben. Ich gucke jetzt gerade noch mal hier. Boah, du bist schon wach. Eieieiei. Ach, das sind zwei. Moment. Alter. Okay, warte mal, ich. Ach du Scheiße. Okay. Ich muss meine Taktik ein bisschen ändern. Ich renne jetzt erstmal wie eine Bekloppte da hinten hin. In der Hoffnung, dass die hier oben nicht hinkommen. Das scheint sogar zu funktionieren. Jetzt bin ich leider nur auf den einen fixiert. Hä, die könnten ja ihre Feuerbälle auch nicht abschießen, ne? Theoretisch. Okay, einer ist hinüber.
Zweite rennt da noch. Ah, der ist gerade so blöd. Warte mal, ich speichere noch mal eben. Jetzt hat er sich da irgendwie so blöd. Ich halt von hier. Okay, gut, sehr gut. Dann haben wir den auch. Boah, ich war ja eigentlich so froh, dass wir die Leute hinter uns gelassen haben, aber irgendwie scheinbar dann doch noch nicht so ganz. Aber ich würde eigentlich gerne noch zu der Katzenstatue da hinten hin, also zu dem Block, wo die Katze noch drauf ist. Ich meine, ein Tiger ist da ja auch oder ein Löwe oder was auch immer. Ich sage immer Tiger, das ist so ein Blödsinn. Da hinten, ne? Da möchte ich eigentlich gerne noch hin. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal an dem Burschen hier vorbei. Hä? Okay. Was war das denn? Nee, warte mal eben. Ich will noch mal. Das tut mir jetzt leid, aber ich will noch mal eine Sache probieren. Da will ich jetzt noch mal eben dran vorbei. Das Problem ist, wenn ich da hinten lang laufe, dann sterbe ich. Schön, dass der Block unter mir auch keinen Schatten wirft. Oh, hier ist. Verdammt, das ist. Ich habe gedacht, das wäre. Ich habe gedacht, das wäre Dings. Das wäre gerade genug, dass wir da laufen können. Komme ich jetzt auf die Seite wieder zurück? Wenn ich den Punkt an der Brücke erwische, wo er gerade noch nicht zu Boden geschmissen wird oder wo er darunter stürzt. Jetzt von hier aus darüber. Ah, Mann. Verdammt. Heißt das, da komme ich jetzt nicht mehr hin? Ich meine, wahrscheinlich ist da hinten nichts bei diesem Block, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das schon in irgendeiner Form ein Achievement ist. Warte mal, kann ich vielleicht von hier? Aber das ist auch zu schräg da oben, oder? Ja, ist auch alles zu schräg. Und natürlich ärgert mich auch ein bisschen, dass ein Artikel nicht gefunden wurde, dass wir einen übersehen haben. Kann ich denn zu den Katzen dahin springen? Naja, okay, das geht. Ah, schade, okay. Na gut, ich will das jetzt auch nicht unnötig lange hinauszögern. Dann haben wir das Level also auch geschafft. Rückkehr nach Ägypten. Wir haben zumindest die Secrets alle gefunden. Das ist ja auch schon mal gut. Und ja, dann starten wir halt ins nächste Level. Dann ist es halt so. Hinter uns ist direkt ein Hebel. Ich gucke aber erstmal, wo sind wir denn? Der Tempel der Katze. Vier Geheimnisse. Wahnsinn. Okay. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Also zumindest hier nicht hier im Zusatzteil. Ach, wir sind jetzt hier im Prinzip da reingefallen. Also wir sind da, wo wir auch reingefallen sind, wahrscheinlich. Okay, eine Bodenklappe hat sich geöffnet. Und da rutscht man anscheinend runter. Ach so, aber nur ein kleines Stück, okay. Hier liegt Munition. Also für Katzenfreunde ist das natürlich wahrscheinlich das beste Level. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Katzen hier dargestellt werden, aber es scheint mir dann doch schon eher eine Art Gottheit oder so zu sein.
Was war das eben eigentlich für eine. War das für die Uzi? Hm. Die Munition sah irgendwie so gerade. Die andere sah so komisch aus. So, Mizi. Erzähl mal, was hier los ist. Hier haben wir eine Tür, die noch nicht geöffnet ist. Ob das passieren wird, wissen wir nicht. Ich habe übrigens meine Lautstärke von dem Spiel ziemlich weit runtergedreht. Oha, hallo. Hä, wieso kann sie den jetzt hier nicht durchs Gitter erschießen? Oder muss ich dafür an einer bestimmten Stelle stehen? Oder sind diese Gitter jetzt anders? Die sehen aber ziemlich genauso aus wie die Gitter, durch die sie in den vorigen Level noch durchschießen konnte. Naja, immerhin wissen wir, was uns hinter der Tür erwartet. Aha. Hier ist ein seltsamer Gang. Ach, hier geht's nach oben. Cool. Also ich muss sagen, das zeigt mir einfach noch mal, ich weiß nicht warum, aber oder das ruft mich oder mir noch mal so ein bisschen in Erinnerung, dass mir auch der vierte Teil unheimlich viel Spaß gemacht hat, obwohl wir ja im vierten Teil nicht so wirklich viel unterwegs gewesen sind. Also doch, wir haben schon unterschiedliche Bereiche, Level und so weiter natürlich gehabt. Ne? Aber wir waren ja am Ende des Tages immer im selben Land unterwegs, auf demselben Kontinent. Ach du Scheiße. Von daher. Ja, der wartet doch nur darauf, dass ich mir die Sachen nehme. Okay, ich speichere mal eben. Aber trotzdem hat es war trotzdem abwechslungsreich. Also ich finde, die Entwickler haben das damals echt gut gemacht. Obwohl wir eben nicht wie in allen anderen Teilen quer durch die Welt gereist sind. Wow. Ja, jetzt brauche ich schon wieder fast eins von den Medipacks, was ich im Endeffekt mir da gerade geholt habe. Ich habe kurz überlegt, ob ich es einfach sein lasse. Ist jetzt das Teil hier auch auf? Nee. Kann ich jetzt hier wieder zumachen? Hä, hey, jetzt ist irgendeine Tür aufgegangen, oder? Ich habe doch irgendwas gehört, meine ich. Ja, die Tür ist aufgegangen. Manchmal hat man ja so ein bisschen die Tricks der Spiele dann doch raus. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Geheimnis ist. Steht da wie Superman. Genau, renn ruhig weg. Haha. Haben wir tatsächlich auch ein Geheimnis hier gefunden. Und einen zweiten Idioten kaputt gemacht. Sehr gut. Ja, manchmal hat man so das Gefühl, da muss noch mehr dahinter stecken. Und wir kriegen Munition für unsere Uzis. Das ist doch ein Traum. Uah! Jetzt töte du. Uah, wie viele sind das denn? Zwei, wenn man zählen kann. Okay, dafür, dass sie mich doch ganz schön viel angegriffen haben, würde ich jetzt mal behaupten, habe ich jetzt aber doch einigermaßen wenig Kraft verloren. Aber trotzdem, oh, dreimal. Okay, damit haben wir das, was wir verschossen haben, auf jeden Fall wieder reinbekommen. Gut, das war ungefähr bei Minute irgendwas. Ich habe so viel wieder auf meinen Zettel hier drauf gekritzelt, natürlich ohne Folgennummer, weil ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, bei welcher Folge ich gerade bin. Ich sowieso dann erst später beim Bearbeiten das wieder herausfinden werde, wann ich welches Geheimnis bekommen habe.
Okay, ich lege einen Speicherstand an. Wir haben da unten, glaube ich, alles erledigt. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns hier beim nächsten Mal weiter um. Denn die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann hier. Ach, da unten liegt auch noch was. Sehr gut. Ja, sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei Tomb Raider 1 Remastered. Vielen Dank bis hierhin und macht's gut. Ciao.